Ja, loslassen, das ist etwas, was viele Frauen sich so wünschen, dass sie das können. Aber ich weiß, dass Loslassen für Frauen und für Männer ein gleich großes Thema ist, wenn wir uns Liebe und Erfüllung in unseren Beziehungen wünschen. Weil es gibt in jeder Beziehung so eine unterschwellige Dynamik und meistens ist einer, der nicht loslässt von seiner Unabhängigkeit, von dem Klappe zu, alles dicht machen, und der andere, der lässt nicht los von seinem immer wieder drauf zugehen, immer wieder klammern, immer wieder festhalten. Und hinter beidem steckt eine Angst. Der eine, dass er sich verliert, wenn er sich wirklich öffnet, und der andere, dass er allein ist, in die Einsamkeit geht, wenn er wirklich loslässt. Und dieses Loslassen, das kriegst du nicht hin, wenn du ganz doll versuchst loszulassen, so aus der Reihe, ich tue es nie wieder oder jetzt werde ich mich nicht mehr darum kümmern und ich ignoriere ihn oder mir ist es doch egal oder ich vergesse ihn und ich werde nicht mehr an ihn denken. Oder wenn du ein Mann bist, ich werde sie jetzt aus meinem Gedächtnis streichen oder ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Das alles funktioniert nicht. Genauso wenig wie dieses Dichtmachen auf Dauer funktioniert. Und dieses Abwehren und dieses Weglaufen und dieses sich nicht einlassen, das funktioniert auch nicht, weil du kommst ja dann auch nicht in echte Nähe, in echte Beziehungen, in echte Begegnung. Wenn du das mit dem Loslassen hinkriegen willst und damit dafür sorgen willst, dass die Tür aufgeht, dann musst du das berühren, was darunter liegt. Und bei beiden gibt es Angst. Bei dem, der wegläuft, auch wenn der oft aussieht wie der Stärkere, gibt es Angst. Angst, von der Nähe verletzt zu werden, Angst, von einem anderen irgendwie so einkassiert zu werden. Und bei dem, der immer klammert, gibt es auch Angst. Angst, verlassen zu werden, Angst, alleine zu sein. Und diese Angst, du musst lernen, die zu berühren, die zu fühlen, mit der in Kontakt zu kommen. Und du wirst sehen, wenn du lernst, wie das geht, das heißt nicht, dass du jetzt plötzlich in der Angst untergehen sollst und dich aufgeben sollst. Wenn du lernst, wie das geht, dann wirst du sehen, dass auf einmal du, weil du deine eigenen Gefühle aushalten kannst und weil du mit ihnen sein kannst, in dir etwas stärker und sicherer wird. Und dann brauchst du weder das Klammern noch das Weglaufen. Und wenn du das lernen willst, diesen Schritt-für-Schritt-Prozess, wie Loslassen wirklich geht und wie du die Türen für Beziehungen wieder aufmachen kannst und wie du vielleicht von deinem Pol zu viel Klammern oder zu viel Weglaufen ein Stück runtergehen kannst in die Mitte, da wo die Liebe ist, dann lade ich dich ganz herzlich ein in meine Ich bin Liebe-Ausbildung. Das ist ein unfassbar tolles Programm, durch das ich dieses Jahr mit 1500 Teilnehmern gegangen bin. Und ich lade dich ein, wir definieren ganz genau dein Ziel in Sachen Nähe und Liebe und Erfüllung. Ich gehöre in Deutschland seit vielen, vielen Jahren zu den erfolgreichsten Paarcoaches mit meinem Mann zusammen. Und ich zeige dir, wie du das machst. Und dann gehen wir gemeinsam durch all die Ängste und Blockaden durch und bauen Stück für Stück dieses Neue in dir auf, diese Klarheit. Und ja, ich kann dir nur sagen, sei dabei und wir gehen durch dein ganzes Beziehungsthema durch.